Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Graphus Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Reaper of Souls. So, ja, Sultan Cools Kopf haben wir gefunden. Wir machen jetzt hier... Ach, geh weg, das interessiert uns nicht. So, müssen hier jetzt alle Durchgänge öffnen, damit wir dann dort hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen. Ein Kampf liegt hier in der Luft. Es ist Belial. So, dann hoffen wir natürlich, dass wir schnell da die Hebel finden. Schön. Ja, schau mal. Ich mache einfach gar nichts, wozu auch. Was? Ich stand doch draußen. Naja, egal. Oh, Moment, so. Oh, diese kleinen Mistschlangenviecher da. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oh, schön, wie der zersprengt. Warte, ich will hier nur hier rein. Ja, Truhen mache ich jetzt generell immer auf. Ich hatte schon so viel Zeug drin. Natürlich ist da gar nichts. Ich möchte mehr Zeit, um die Bibliothek von Caldeum zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr hört euch an, wie vielleicht. Oh, ich hab keinen Zorn. So, ist vielleicht hier der Hebel. Und wenn nicht, dann habe ich euch trotzdem getötet. So. So, die ganzen Nester kaputt machen. So. Geht weg. Darauf hätte ich vorbereitet sein müssen. Ja, na, haben wir schon, aber das hätte auch können eine halbe Sekunde schneller gehen. Oder findet ihr nicht? So, wo ist dieses... Ah, da brauche ich gar nicht drauf gehen, nach da drüben. So. Nimm's halt hier. Immer noch einer da. Gibt's das jetzt auch? Wow, was Blaues. La 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 la. Wie viele Heilkugeln da fallen. Ist ja echt schon schlimm. So, lass mich durch. Keine Zeit für euch. Unendliche Monstermassen. Oh, da vorne ist was, da vorne ist was, da vorne ist was. Immer noch nicht genug. So. So, hinseit ihr. Oh, das aufnehmen. Was? Kein Platz mehr. Zurückkehren. So. Blau, 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 weiß, grau, blau, blau, blau. Müssen wir probieren. Hals. Das könnte eventuell für die Ver Zauberer gut sein. Einhand hat kein Sockelteil. Oh, besser. Besser. Oh, besser ist der zweite Ring natürlich. Stärke drauf, den können wir wegschmeißen. So. Seht euch das an. Wie viel machen wir jetzt? 5800. Ach du Scheiße. Kranke Scheiße, oder? Was hast du da? Irgendwas mit kritischen Dingern. Nice! War besser, war besser. So, mal kurz aufsetzen. Ja, dann seht ihr mein schönes
Shakes and Fidget Shirt. Söder. Hier müssen wir rein. Ja, ja, ich kann den Hebel auch sehen. Bild ja jetzt nichts drauf ein, okay? Ich denke, man ein Hebel wäre betätigt. So. Ja, komm, das muss alles schnell sterben. Wuhu! Ding, 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 ding. Wie beim Flip-Automat. Jetzt werden sich einige denken, was? Flip-Automat, was soll denn das sein? Ja, das ist so ein Old-School-Teil, womit wir uns früher dann noch ein bisschen die Zeit vertrieben haben. Ich weiß, kennen viele nicht mehr. Och du Scheiße! Oh Mann! Geht weg, meine Axt! Yeah, Baby! Yeah! La la, lass mal schauen, lass mal schauen, la la la! Und? Oh no! Müll! Ich werde manchmal einen geisterhaften Champion. Kann das nicht ein Sockel-Dings... Oh! Drin haben... Oh! Wow, wir haben 6100. Yeah! Was seid ihr? Ah, super. Gleich den richtigen Weg gelaufen. Ja, komm. Und jetzt den letzten Gang. Och, da ist er, der Mr. Shen. Na komm schon rauf. Nein, ich bin tot. Es sind die Monster. Glaub mal, es sind eindeutig die Monster. Grüß dich, habgieriger Shen. Ich bin der habgierige Shen. Und wonach geht es euch, Shen? Ja, weil du zu viel quatscht. Und wenn du wirklich mal was quatscht, dann quatschst du nur Müll. Und? Hin sind wir. Yeah. Stirb. Na? Hartnäckig, hm? Ja, was soll das halt, ne? Gehen wir da rauf. Ach, ich sag's euch. Was gibt's Schöneres? Als hier zu sitzen und Monster zu schnetzeln. Was für ein faszinierender Ort. Ah, schön. Schaut euch nur all diese ja, bla, gib Ruhe. Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts ja, du. Vergleichbares finden. Ich warte nur auf den Satz, wo man meint, ob wir hier unten was Essbares finden. Das ist ja immer der beste Satz von ihm. Ja, ich schau mir das alles gleich an, denn es hört irgendwie nicht auf, den Bildschirm voll zu spammen. Die neuen Fähigkeiten. Ich frage mich, wohin ja. Mein junger Reise Schnauze voll gehabt von dir. Kevin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Ja, wo ist er? Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen. Wir haben so. Da ist er. Der Schmelztiegel. Ja, Kevin, bitte, sei doch so vorsichtig. Du bist doch immer so unachtsam. Und?
Wer braucht das denn? Armer junger Mann. Ja. Ich bin kurz davor zu verhungern. Glaubt ihr, hier war es jetzt. Okay. Borten wir uns kurz zurück. Ich werde zurück in die Stadt. Ich muss den Zauber lernen, mit dem ich will das hier nochmal kurz schnell ausräumen. Denn wir müssen. Oh, wir sind noch nicht voll. Wieso habe ich mich jetzt zurückgeportet? Ja, keine Ahnung. Müsst mich leicht. Oh. Schön. Der hat Stärke drauf. Vielleicht ist er doch ein bisschen besser als ihrer. Auch wenn der nicht so optimal ist für sie. Oh. Sind auch besser. Was? Die sind besser als die epischen? 21er, 26er. Ach so, die haben 74 Stärke. Und heilige Fertigkeiten. Verursachen auch nochmal. Gut. Die sind auch besser. Die kann man kaputt machen. Und ja, den Ring probiere ich mal ihr zu geben. 3 bis 6 Staden. Was? 36 Staden. Ach stimmt, den habe ich reingegeben, damit sie ein bisschen mehr Erfahrung bekommt. Ja, ein bisschen was hat er ihr gebracht. Nicht wirklich allzu viel. Egal, Hauptsache, dass sie da... Ach, das ist ein Händlerring. Die Sachen hebe ich hier trotzdem auf. Zwink oder so. So, ein paar Minuten gehen natürlich noch. Lauf. So. Frage ist, was können wir in ein paar Minuten machen? Das alles wird jetzt ein bisschen länger dauern. Und da haben wir wieder eine SMS bekommen. Hm. Ja, wenn ich die jetzt schon beende, das ist das doch eine sehr, sehr kurze Folge. Jetzt läuft, glaube ich, gerade mal 12 Minuten. Ja, egal. Dann holen wir uns noch ein Blut oder zwei. Blumen der Reflexion. Super. Liegen unter der Wüste. Genau unter geht das Level noch schneller. Ach so. Wir haben ja was Neues bekommen, oder? Abrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. So, jetzt lass mich in Ruhe. So. Was haben wir hier? Himmelsfaust. Lass deine Blitzsäule vom Himmel fahren, die eine Explosion verursacht und allen Gegnern einen Umkreis von 8 Metern 250% Waffenschaden als Blitzschaden zufügt. Die Explosion erzeugt 6 Blitzschläge, die sich vom Explosionsort wegbewegen und 210% Waffenschaden als Blitzschaden verursachen. Aha. Aha, heilige Energie ist es dann. Die Blitze werden durch heilige Macht verstärkt. Sie bewegen sich vom Einschlagsort weg und versetzen dabei Gegner im Umkreis von 12 Metern Stromschläge, die 14 Waffenschaden verursachen. Was ist das Schild? Das gefällt mir schon. Der haut gut rein. Ich werde das trotzdem mal kurz testen. Schuldspruch. Seht ihr die verdammte Fliege da im Bild? Gibt's ja nicht. Reduziert die Angriffsgeschwindigkeit, verspotteter Gegner, physische Umlage um 50% und die Bewegungsgeschwindigkeit um 80%. Okay. Ach, das war's. Gut. Ja, testen wir einfach mal kurz das, diese Fähigkeit. Ach, so sieht das aus. Okay. Bei vielen Gegnern ist das sicher cool. So, wo ist denn diese verdammte Hölle? Machen die Strahlen schon viel Schaden? Oh, hier ist eins. Hier drin ist ein bisschen von meinem Blut. Diese Hallen gehörten einst solchen Polen, bevor sie zusammen... Hin ist er. So. Das war irgendeine, ich hoffe, ich entscheide mich gleich für den richtigen Weg. Das muss zusammen mit seinem Meister zerstört worden sein. Ja! Du wiederholst dich, Mädel. So, gehen wir mal hier lang.
Geh mal hier lang. Hin ist er! Hin ist er! Hin ist er! Verbrennt im Licht! Okay. Muss aber sagen, das Schild gefällt mir doch ein bisschen besser. Das ist irgendwie so richtig cool, wenn das da so hin und her springt. So. Hoppala. So. Ich glaube, ich bin hier nicht wirklich richtig. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer als das Schild. Okay. Nee, ich muss sagen, das Schild, das... gefällt mir um einiges besser. Er sieht wie ein passendes Spiegelbild seines Charakters aus. Oh, da ist es. Super. Richtigen Weg gegangen. Oh, da ist ja wer. Hey, du Arsch. Oh, ist das geil. Alles verlangsamt und alles schlägt auf einmal ein. Oh, eine Tasche. Nur blöd, dass man sich das ganze Zeug da mit dem neuen Char immer wieder kommt. Das könnte irgendwie so gespeichert bleiben, dass man das ja wirklich schon gehört hat. So. Okay, suchen wir jetzt noch schnell das zweite. Vielleicht gibt es da irgendein Event auch, das wir schnell machen können. Gibt ja auch immer gute Erfahrung. Oh, da haben wir mal das hier. Wo sind wir denn kartenmäßig? Ich glaube, das ist irgendwo da oben sein. Ja. Jetzt läuft er da weg. Fähigkeiten machen zu viel Schaden. Können gar nicht alle ausgelöst werden. Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir... Klappe, Zakarune. Oh, da ist, glaube ich, kommt der goldene Wurm raus, oder? Sag ich doch. Ja, da gibt es dann so die Höhle, hat aber mehrere Ebenen, da werden wir jetzt nicht runtergehen. Also immer nach dieser Felsformation da Ausschau halten, die ausschaut, als wenn da gerade was Großes rausbrechen würde aus dem Boden. Da ist der Typ dann drin. Oh, 33 sind wir jetzt auch schon, super. So, einfach ein bisschen um mich schlagen. So. Wo ist denn das Teil, das verdammte? Ich hasse es, wenn ich da irgendwas suchen muss. So. So geht's ja jetzt besser. Wo könnte das sein? Ich glaube, ich bin jetzt schon gleich da oben. Ja, da geht's dann rüber. Ja, hör halt auf. So. Ja, da hatte ich auch schon legendäre bei sowas. Ah, hier ist es.
Okay. Gut, dann werde ich hier diese Folge beenden. Dann hänge ich halt einfach noch eine vierte Folge dran. Scheiß drauf. Einfach, um das alles abzuschließen. Ja, falls euch das wieder gefallen hat, lasst doch einfach Abo, Kommentar, Daumen nach oben da. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Dann sage ich auch wieder danke fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge ein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.